hier grüße ich dann jetzt auch meine Zuschauer auf YouTube. Wieder Shellshock. Ja. Hoffentlich wird's genauso lustig wie jedes andere Mal. Ich entmute mich jetzt bei Discord. Der RK sitzt da nämlich schon drin. So, jetzt darfst du mich auch hören. Ja, ich brauche noch ein kleines bisschen, bis ich dazukommen kann. Ich bin nämlich gerade noch in der Runde bei einem anderen Spiel. Dann kriegst du so lange die Runde geschenkt. Ich hab's gerade versprochen, also kriegst du auch Ladung. Ist extra für die, die sich im Voraus angemeldet haben, dass es anfangs Ladungsrunden gibt. Dass ihr auch was davon habt, dass ihr euch im Voraus meldet. Oh Gott, Dark, bitte kill mich nicht. Ich sitze zur Kacke. Nein! Ich will nochmal drüber reden. Bleib weg, ich hab ne Katze. Hat keine Scheu, sie einzusetzen. Aber die Katze ist scheu. Los, meine Katze! Miau! Auch wenn du keine Scheu hast, die Katze zu nutzen. Au! Nein, bleib mal weg. Ich mag nicht. Nein! Aus! Das ist illegal. Nein! Lass mich doch auf meinem Berg! So. Ich überlege gerade. Warte mal, ich habe den Plan. Der funktioniert aber hoffentlich auch. Schade, ich wollte, dass er geradeaus richtig abschießt und dabei noch die Drohne mitnimmt. Schade, hat nicht funktioniert. War aber ein Versuch wert. Okay. Los, mein Schatten. Du solltest treffen. Pam. Aua, da kam ein Vogel. Aus, böse. Nein. Hui. Ich ziehe einen Graben zwischen uns. Und du offenbar auch. Nein, ich will nicht. Das ist Belästigung, Dark. Ich überlege gerade, was ich schießen soll. Ich habe nichts Gutes mehr. Los, mein Boomerang! Scheiße! Ich hole mir das Päckchen. Weißt du was? YOLO! Los, mein Flubby! Good luck, have fun! Bitte triff nicht mich selbst! Good luck haben wir den Flubby ziemlich selten. Oh Gott, nein, 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 nein! Ich hab mich selbst getroffen. War ja klar. Sag ich doch, Luck hat man mit den Flummis ziemlich selten. Och, man darf doch noch glauben. Nö, nicht bei den Flummis. Weil die Flummis gehen immer in die Hose, im wahrsten Sinne des Wortes. Bam. Oh, Geld. Au. Eine Runde Frieden wegen des Teils da oben? Scheinbar ja. Komm, wer es zuerst kriegt. Meins! Ja, hab's! Ja, 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 Geld, 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 Geld! Ja! Hätte nicht eine der Regenbogen getroffen, dann wär's lustig noch geworden. Du hast ja gar keinen Frieden gemacht, du hast trotzdem um mich geschossen. Good luck! Hier kommt mein Kleeblatt. Oh nein, alles nur nicht das Klee. Mein Kleeblatt hat 3 Schaden gemacht. Ich habe damit gewonnen. Ich vergesse immer wieder, dass wenn beide gleichzeitig schießt, man eine Bewegungsphase hat und nicht durchgehend sich bewegen kann.
So, ich hoffe, das funktioniert jetzt so, wie ich es mir vorstelle. Ich würde generell gerne gerade damit treffen, damit die Waffe levelt. Weil sie ist kurz vorm Level ab. Der doppelte Hopser! Ich will den Teleporter! Ja! Habe ich mich gerade punktgenau an denselben Ort teleportiert, Dark? Ich glaube, ich habe mich wirklich genau in denselben Punkt teleportiert, an dem ich vorher gestanden. Das habe ich noch nie bei einem Teleporter gesehen, dass man sich dadurch nicht bewegt. Naja, genauso wie man durch einen Teleporter in seinen eigenen Schuss teleportiert werden kann, kann auch das passieren. Los, meine Synchros. Ich glaube, die fliegen nicht weit genug. Na, zum Glück mag die Schlange mich aber. So, Dark, ich muss leider eine Wand zwischen uns ziehen. Es tut mir leid. Du warst unartig. Du bist immer unartig. Stimmt doch gar nicht. Doch, vor allem wenn du wieder Tumbum hast. Ich bin der Heilige, deswegen habe ich Godways dauernd. Aber treffen tue ich sie nie. So, ich treffe auf jeden Fall. ...60-Grad-Winkel sollte funktionieren... ...mit der Stärke, hoffentlich. Oh, ich wollte versuchen, nicht die Mauer zu treffen. Oh Gott, ich treffe mich selbst. Hier kommen meine Bananen! Die zu weit fliegen. Ja, wenigstens die Schale. Das ist halt den Vorteil, den ihr kriegt, wenn ihr euch im Vorab meldet. Dann kriegt ihr so Bonusrunden, die ihr mitmachen dürft. Och, come on. Tja, ich würde gerne, kann aber gerade noch nicht, wie gesagt. Aber, naja, ich muss ja die Etikette wahren. Ich bin ja immer der, der zu spät ist. Hopsa, nee, das ist Sunny. Nee, das bin auch immer ich. Ich bin zu 99% immer zu spät. Ich habe beide Versionen der Monde. Das wird lustig. Ich bin nur nie so spät, wie Sunny es ist. Aber zu spät bin ich trotzdem allemal. Die Gräberchen sind doch richtig gut, wenn sie kurz fliegen. Keine Ahnung. Oh Gott. Eine Level 90er Waffe, Hilfe. Was Besseres fällt mir gerade nicht ein, was ich machen kann. Und da kam hier der Kampfschritt und hat alles zerstört. Ach komm! Weg damit! Gleich habe ich dich unten. Ich habe noch ein paar. Und ich habe keine Scheu, sie einzusetzen. Ich mache den Weg jetzt frei. Ich weiß, dass das null produktiv ist. Das muss mir keiner erwähnen. Ich wollte nur so einen Just for Fun Moment haben. So, wenn ich damit verfehle, dann läuft was falsch. Hilfe! Da war schon wieder so ein komisches Flubi. Hallo, jetzt lass mich darüber. Ich wurde gerade zweimal zurückgebackt. Das war wirklich knapp. Was schieße ich denn? Magnete. Die fliegen zu weit. Kacke. Nein!
Und auch noch eine Palme. Ich hab nichts Gutes mehr, ist das Problem. Außerdem Tormentor. Der zum Glück gerade so noch weit genug flog. Lass mich das noch einsammeln. Hä, der Kaktus-Strike war jetzt, glaube ich, nicht die beste Idee für den Moment. So. Tschüss. Trief. Autsch. Fast. Jetzt komme ich, Dark. Jetzt bin ich da. Lass mich um deine Wunden kümmern. Bin auch ganz sanft. War ganz sanft mit der Splittergranate. Ey, komm, das muss treffen. Aua. Komm, zumindest ein paar. Ja, es macht saftig Schaden. Und das Schöne ist, ich hab noch eins. Der Wind war auch gerade richtig gut dafür. So leicht gebe ich nicht auf, Dark. So, der Wind lenkt das schon da rein. Ah, 36. Besser als nix. Das Loch rettet dich auch nicht. Hier kommt mein Kamikaze-Flieger. Oh, scheiße. Der flog zu kurz. Ah, warte, ich muss noch schreiben, die Zuschauer schreiben. Hi. Habe ich was Gutes? Es geht. Na, schade, dass ich nicht die erste Stufe vom Wasser habe, ne? Hätte ich so sagen können, herzlich willkommen zu meinem Livestream. Weil es auf englischer Stream heißt. Hä? Wie Jürgen Würgen? Da hat einer einen Namen genannt, den eigentlich nicht genannt werden dürfte. Ich würde zwar gerne ins Portal schießen, aber das würde mir nichts nützen. So? Es tut mir leid, Timmit! Hä? Also die Jokes, die die Zuschauer gerade da raushauen, beziehungsweise die Mitkameraden, verstehe ich teilweise nicht. Aber ich finde es schön, dass hier irgendwie nur Deutsche in der Lobby sind. Dann fehlt ja nur noch ich. Ja, du wusstest, wann der Stream losgeht. Ja, aber ich hab mal wieder, wie so schlau wie ich bin, nicht genau auf die Uhr geachtet. Hilfe! Deswegen bin ich immer einige Minuten zu spät im Stream und so. Ich hab ein Problem, ich werde sterben. Nee.
Das lassen wir mal. Sägeblatt. Nein, ich will es nicht einsetzen. Ich will es nicht einsetzen. Oh, dann da bitte. Ich wollte es nicht einsetzen. Das ist jetzt gerade nicht passiert, ne? Ich habe genau so ins schwarze Loch geschossen, dass die kreisige Punkt genau zurückkam. Jetzt klippt mal wieder. Mal wieder einen schönen Clip gefunden. Nebenbei, dafür habe ich ja jetzt auch einen Command eingeführt für Clips hier. Warte, ich guck nochmal, ob der funktioniert. Da. Ihr seht das, ich habe den Live-Chat hier auch mal nebenbei angemacht, damit ihr die im Nachhinein das auf YouTube sieht, das auch noch sehen könnt, was sie da so geschrieben haben. Aber ich werde wahrscheinlich eh nicht mehr lange leben. Los geht's, Helikopterschlag. Bitte bleibt bei Leponex liegen. Ich habe beide getroffen und Timmit. Ich finde es schön, wenn die so viel schreiben. Ah, die Ukraine ist ein ganz schlechtes Thema zurzeit, ne? Was war das denn für eine Schlange? Da ist eine Schlange komplett in mir eskaliert. Die ist einmal in den Berg hochgekrabbelt, in mich rein und ist dann den Berg wieder runter in mich reingekrabbelt. Dass ich halt aber auch wirklich als erstes gestorben bin. Super. Dark, falls du Interesse an meinen Waffen hast. Ich habe einen Reisenden, ich habe eine Bottlegun, ich habe die zweite Stufe vom Schatten und ich habe eine große Flotte und einen BFG. Also 5 gute Waffen. Falls du Interesse dran hast. Hat sich der andere schon geholt. Also für YouTube habe ich das höchstwahrscheinlich jetzt rausgeschnitten, aber ich habe ein paar Eigenwerbung gemacht. Und sowas hasse ich. Ja, ist mir egal, ob du in der dreckige Dan bist. Eigenwerbung ist bei mir nicht erlaubt. Muss ich mindestens auch fast jede Woche ein solches Kommentar auf YouTube löschen immer. Komm, Dark. Du musst fürs Team Dusel gewinnen. Ist ja gut, muss nicht gleich schreien. Es war nicht ich.
Das war jetzt keine gute Kombination. Mit dem Tormentor und den beiden Verschieberwaffen. Das hat dem komplett entgegengewirkt, dass es nicht funktioniert hat. Im Übrigen, für die nächsten Community-Streams mache ich dann auch mal so eine Liste, die ich dann auch in den Discord stelle, damit ihr gucken könnt, in welcher Reihenfolge wir die Modis machen. Also da mache ich dann so eine PDF. Dann könnt ihr euch denen nach anpassen, wann ihr wo mitmachen wollt. Natürlich für die, die halt sich im Voraus anmelden, ist als allererstes so ein, zwei Runden Ladung dann dran. Ich glaube, ich mache gleich die Rundenzeit mal ein bisschen runter. 60 Sekunden ist ein bisschen lang. Juggernaut wird es übrigens ab sofort immer nur eine Runde im Stream geben. Weil die so schon allein immer sehr, sehr lang dauern. Da hat einer die Static Chain rausgehauen. Und ich bin ja der Buddy. Was meinst du, Dark? Schaffen die hat noch? Okay. Die Hoffnung stirbt ja immer zuletzt. Nur so nebenbei, die können auch den Teamchat lesen. Und wir haben gerade eben gelernt, die können alle Deutsch. Jetzt haben die ein paar gute Waffen. Was war das zweite? Das habe ich nicht gesehen. Also was der Wolf da bekommen hat. Ich habe gesehen, der hat ein Messer bekommen. Ah, irgendwas mit Ballons. Letzte Stufe davon wahrscheinlich. Die habe ich noch nicht mal ansatzweise. Geld! Ja, hallo. Ich habe wieder sehr nette Leute hier dabei. Ich merk's schon. Okay, Dirty hat hier ein Erdbeben rausgehauen. Also der dreckige Dan. Da habe ich sogar das Verlangen, hier irgendwie hier diese eine Szene von SpongeBob reinzuschneiden. Hier so, ich bin der Dreckige dahin. Wo die sich halt dann hier mit so einem riesigen Schnee-Baseballschläger und ich glaube, das war eine Bratpfanne. Nee, das war ein Pfannenwender, womit der Patrick geschlagen hat. Den Streit fand ich mega lustig. Oh Gott, dieser Flummi wird ewig dauern. Nice! Nice Shot. Okay, jetzt haben die beiden eine Chance. Das hast du nicht geplant. Und da kam die Joch. Thank you.
Ah, die Kamikaze-Attacke. Komm schon, Timmet, ich glaube an dich. Du musst. Der Schuss wird nicht treffen, Timmet. Außer du nutzt einen Backroller. Weil da war eine Bubble über dem. Ein Platz wäre frei, ne? Ja, ich bin hier gleich fertig. Ich lasse wieder Zufall entscheiden, ob ich bei dir bin oder nicht. Du wolltest nicht in mein Team. Oh Junge, ich liebe... Diese Map ist einfach direkt schon geil. Ich will hier nicht sein. Also an der Stelle, wo ich gerade bin. Was? Ich habe Torpedos? Wann habe ich die denn bekommen? Ich berechne gerade. In der Theorie müsst ihr euch das alle da oben treffen. Oder zumindest dich und Revi. Das war so nicht geplant. Dass ich knapp über den Berg schieße? Ach du Kacke, ich will hier nicht sein. Mich hat die Nuke nicht getroffen. Ich will hier nicht sein. Nein! Ja, auf Costa! Ha, ich habe keinen Schaden gemacht an ihm. Oh, noch Doppelschaden. Ich sag doch, hier will ich nicht sein. Ich hab's gesch... Ich hab doch 12 Schaden an ihm gemacht, verdammt. Könnt ihr mich bitte nicht fokussen, damit ich auch hier ein bisschen im Stream mitspielen kann? Nö. Also ihr sollten schon alle im Stream Spaß haben. Deswegen streame ich, fokussiere ich keinen von den Zuschauern jetzt sofort. Das war ein wunderschöner Schuss. Mein Sechseck ist halt mega kacke geflogen. Und Jubi ist instant gestorben. Es ist so schön, dass er wenigstens so viel da oben klebt. Verdammt. Nee, die Torpedos waren nicht so gut. Naja, immerhin etwas Schaden. Aua. Das sind zwei Torpedos geflogen. Ach, geh doch da weg. Naja, deine Mates stellen sich dahin, also scheiß drauf. Oh, nee. Ja, ich wollte eigentlich erst hier so eine Haftbombentür auf Costas schwerfen, aber dann hat sich Pestkontrolle dahin gesetzt. Du hast die Frist jetzt erstmal eine M4. Und bin tot. Oh, was? Ich sehe jetzt gerade erst, dass es Wind ist. Es ist immer so ein ganz kleines bisschen Wind eingestellt. Damit man nicht permanent auf eine Stelle fokussen kann. So, mir egal, ob Costas da jetzt steht, ich hau meine Säge rein. Es ist auch schon so schön, dass die Mates für einen arbeiten, ne? Ich glaube, Dark ist sauer. Nicht salzig. Nee, tatsächlich habe ich in den Kommentaren gelesen, dass die Zuschauer dich als salzig interpretieren. Bis alleine, Akaya, nur noch du lebst.
Ich hatte nichts Gutes außer den Plünderer, wofür es sich lohnt, bei mir hinzufahren. Also, ich glaube, ich muss mal irgendwas bei den Zuschauern vorbeischicken. Alle drei zielen auf dich. Durch das Bounty sehe ich gar nicht, was Dark auf dich schießt. Ist auf jeden Fall tot. Entweder irre viel gesammelt oder Geld ausgegeben. Mann, Akai hat einfach keinen Bock auf mein Team. Hab ich auch nicht. Richtig erkannt. Ich schleuder erstmal gleich das rüber. Boah, ich muss in den steilen Winkel schießen. Sonst treffe ich nicht so, wie ich vorhabe. Ha, eigentlich wollte ich auf Kostas treffen. Bitte nicht den Dark treffen. Bitte nicht, bitte nicht. Dark. Es tut mir leid! Ich habe einmal Dark getroffen. Oh Junge. Ein Double Damage Flummi, das wird lustig. Keine Ursache, Dark. Keine Ursache. Oh, ich glaube, du frisst. Ich habe noch eine Tarantel übrigens. Ich glaube, du isst gleich ein paar Magneten. Oh, da müsste ich eigentlich eher die Blitze reinwerfen. Das würde so viel Schaden machen. Ah, nee. Oh, da, guck mal, der Flummi ist bei euch. Aua. Verdammt. Der hat gar nichts gerissen, der Flummi. Ich muss ein bisschen stärker schießen, sonst treffe ich da schlicht und ergreifend nicht. Aber ich schieße nicht volle Lutsche nach oben. Ich schieße 80-80. Sag mir mal 75-80. Weil sonst komme ich nicht über die Bubble drüber. Dark, heute bitte nicht kuscheln. Ich weiß, alle wollen immer mit mir kuscheln, aber heute mal bitte nicht. Der hätte ein kleines bisschen besser liegen können, aber war gut so. So, jetzt habe ich wenigstens einen steilen Winkel, der nicht 100-100 ist. Jetzt kann ich die Tarantel besser auf Kostas schießen. Vergiss nicht, es ist Wind. Die Flugbahn wird jetzt beim nächsten Mal anders sein. Ja, aber ich habe einen guten steilen Winkel, darum ging es mir. Obwohl, ich war auf der Bubble einmal abgebaut, also ist jetzt auch nicht so praktisch. Vor allen Dingen, wenn die Bubble so bleibt, muss ich eh so oder so nochmal so schießen. Oh nee. Ich hätte mich fast selber gepinkt. Das ist doch ein schlechter Witz. Ja, wie gesagt. Die erste Bubble konntest du ausweichen, die zweite jetzt aber nicht mehr. Das ist das Einzige, was ich dazu sage. Oh, da hat auch hier dieses Sticky Layer-Ding. Mein Layer oder Minenleger heißt das auf Deutsch. Wer hat mich abgesenkt ins Loch? Das war der Moose. Der hat dem Minending geschossen. Ich treffe garantiert schon nicht, aber ein Versuch ist es wert. Ich werde es noch holen, keine Sorge. Für nur, wenn wir eine Nachricht schreiben, wenn es die anderen nicht mitbekommen sollen, also in der Runde, schreib einfach in den Twitch-Chat. Ich sehe den genauso. Ich hätte dich getroffen, wär's nicht runtergekommen. Ja, die Mates sind manchmal nicht besonders hilfreich.
So wie du, ich krieg das da. Gönn's mir doch, wenn du es schon ankündigst. Ich hätte dich voll getroffen, Shining. Warum haben dich meine Mates runtergeschossen? Ich muss ein Jetpack machen, sonst stehe ich einfach zur Kacke. Los, meine Tarantel! Ja? Ich glaube, ich habe hauptsächlich stark getroffen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Das war so nicht geplant. Vor allen Dingen habe ich auf Dark sogar einen Crit geschafft aus Versehen. Es tut mir leid. Ich hatte gehofft, die Tarantel geht mehr auf Rusty als auf dich. Also, weil du so böse warst, Shining, muss ich dich jetzt ein bisschen klein sehen. Das eine war zensiert, sorry. Aber ich glaube, er meinte D-Abo. Ach du Kacke, ich werde so auch verrecken. Ich lebe doch. Meine Säge ist nicht weit genug geflogen. Der Wind war zu wenig. Ich versuche jetzt was Einmaliges. Das geht entweder komplett in die Hose oder es trifft richtig geil. Es geht komplett in die Hose. Ich versuche die Wand nach rechts zu nutzen. Ja? Fuck. Hätte ja klappen können. Mit der Disco-Kugel hätte ich wahrscheinlich sogar wirklich getroffen oder der Pinata. Es war ein Versuch wert. Ich töte meinen Mate oder irgendwas in der Art. Ach so, du hast schon den Titel für dein YouTube-Video. Das hast du gerade eben geschrieben. Hey Dark, wir sind beide tot. Ich glaube an die beiden. Vor allem der Johnny, der wird das so richtig hart reißen. Ich glaube, der hat nur einen Rüstung geskillt, der da oben. Pinpoint, Pinpoint. Und durch den Wind trifft das auch noch. Winterhack, bitte nicht die Gegner anfeuern. Es tut mir doch leid. Ich wollte dich nicht mit der Tarantel wegrennen. Es tut mir leid. Da hätte wahrscheinlich noch 2, 3 Runden überlebt, wäre ich nicht gewesen. Du bist doch aber auch dafür bekannt, Anti-Mate zu sein. Ich weiß nicht, wovon du redest. Das halte ich für ein Gerücht. Ich sag nur Fußball. Nee, da bin ich nicht bekannt dafür, Anti-Mate zu sein. Ich bin dafür bekannt, ins eigene Tor zu schießen. Ist ja Anti-Mate. Obwohl, letztes Mal lief Fußball richtig gut. Ja, weil du da ins eigene Tor treffen wolltest. Weil ich die Tore verwechselt hatte. Ich dachte die ganze Zeit, dass mein Tor wäre eigentlich euer Tor gewesen. Und hab die ganze Zeit versucht, da rein zu schießen. Und deswegen habe ich in euer Tor, glaube ich, getroffen. Rusty hat deine Waffen. Es ist vorbei.
Auch wenn ich in Johnny glaube. I believe in you. Rusty schießt erstmal schönes Napalm. Ja! Nein! Ja! Wer hat den Boulder geschossen? Ich weiß, Dark, du bist schon tot. Wer hat den Bauarbeiter geschossen? Ich nicht. Der war gut. Komm, wir müssen wenigstens Rusty hinrichten. Das richtet ihn schon hin. Das Ding kann nicht. Rusty wenigstens Selbstmord kill. Er wollte ihn unbedingt mitnehmen. Komm, der arme Junge, ihr könnt ihn doch nicht einfach so hinrichten. Nice. Können wir nicht. Kostas wurde auch gerade von Yuppie getroffen. Also der obere Schuss. Ich weiß nicht, wie der zurückgeflogen ist, aber er wurde getroffen. Ich hab's nicht gesehen. Ah, ein bisschen höher, denn beide getroffen. Aber der Ansatz war gut. Ja, der Costa kann jetzt eigentlich nur Fortify oder das andere machen. Außer, er hat ein Erdbeben. Oder er ist ein ziemlicher Idiot. Nee, er hat versucht, er wollte gucken, ob das vielleicht da rausgeht. Aber nein, die Shellshock geht nicht komplett durch diese Bubbles durch. Die kann darin hängen bleiben und verschwindet dann. Das Lustigste überhaupt ist, wenn du einen Godrays einfach in einem Kreis zündest. Das Video haben wir ja noch. Das ist noch auf dem Kanal. Die überall hin. Das alle. Es gibt aber was noch Schöneres. Dann eskalieren aber deine FPS, wenn da drin Fireworks explodiert. Dann gehen deine FPS aber in den Minusbereich. Es kann nichts Besseres geben als mein allerechtes Godrays in dem Ding. Ich finde es so schön, dass sich hier manche gegenseitig sabotieren, ne? Ich weiß. Der schießt einfach nur einen normalen Schuss. Der hat die Hoffnung schon völlig aufgegeben. Ja, jetzt ist Johnny wahrscheinlich auch RIP. Also als nächstes ist der Scharfschützenmodus dran. Ich nehm Kostas noch mit. Scharfschütze und Panzerball darf bei keinem der Streams fehlen. Ich wollte Kostas noch mitnehmen. Also heute ist wahrscheinlich ein bisschen kürzer. Bei mir sagt das jetzt nichts. Nee, ich glaube auch nicht, dass das aus einem Anime ist. Aber es ist Österreicher. Ah, okay. So, Raspolis. Dann zeige ich mal, was du kannst. Wir haben halt drei Leute hier, die mindestens Level 96 sind. Erstmal sich selber. Auch gut. Junge, natürlich muss ich als erstes. Nice Schuss. Als erstes muss ich den hier raushauen, weil der komplett unberechenbar ist. Den würde ich halt gerade deswegen immer behalten. Bitte auch einen Selbsttresser. Yumi, wir haben sie demoralisiert. So, der was will ich denn direkt als erstes loswerden? Du bist so stark. Mann, bist du schlecht. Ich
Ich hab sogar extra den Wind ausgemacht. Und trotzdem ist es blöd zum Treffen. Ich wusste doch nicht, dass er so einen harten Bullet drauf hat, die Bombenladung. Ich hab sogar über das Ding gezielt. Und tschüss, Rasmulis. Noch einer. Junge, wir sind gerade bei Turn 2, ne? Hier, Dark ist. Da hat nur einer getroffen. Ja, die Dinger, die eigentlich garantiert treffen sollen. Überhaupt nicht dumm, dass die nicht mal treffen. Es ist halt wirklich so, zweite Runde, drei tot. Einer demoralisiert. Junge, ich habe das erste Mal überhaupt jetzt eine Portal Gun bekommen. Ja! Ich krieg zumindest da oben die Belohnung. Zumindest die Assister bekommen. Das ist die beste Runde ever! Ich hab zumindest die Assister bekommen. Oh Junge, ich hab so Kackwaffen. Ich weiß, ich mach mir auch selbst eine Ansage. Ich weiß. Womit? Mit dem, was ich gerade geschrieben habe. Bitte diesmal alle länger überleben als zwei Runden. Danke sehr. Der war schön. Ey, der Schuss ist doch geschenkt. Napalm. Ich hätte was anderes geschossen, womit du mich auch noch treffen kannst. Egal, ich wollte einfach nur das Napalm loswerden. Nebenbei, bei dem Modus dürft ihr ruhig den Trick verwenden, wie ihr lustig seid. Mir bringt das nichts, weil ich den nicht benutzen kann. Nur bei den normalen Modus hätte ich halt lieber, dass keiner den Trick benutzt. Aber das kann. Ja, aber ihr seid nicht dran gebunden, nur ich. Ey, das Ding liegt auch wieder so wunderschön, ne? Komm, stirb in der zweiten Runde. Nee? Ja, das habe ich auch vor. Keine Sorge. Ich habe keinen Streuschuss. Du triffst nicht. Warte. Doch, ich treffe. Siehste? Das war knapp. Ich habe sogar genau drauf gezielt. Wie hat aimt die denn bitte falsch? Wenn man einfach fast schon mit der Glock verfehlt. Ja, die hat so hart gestreut, ich versteh's nicht. Ich hab genau drauf gezielt. Ja, die Möwe ist immer gut zum Treffen bei dem Modus. Wenn man die schön lang schießt. Und trifft mich sogar noch einmal. Ja, jetzt triffst du dich auch selbst. Keine Sorge, Dark, ich hab diesmal überlebt. Noch. Wenn wir alle mindestens die zur dritten Runde überlegen, dann ist schon mal besser als gerade eben. Also an mir soll es nicht scheitern, es scheitert eher an dir. Ist das Pentagramm, was du da schießt? Das ist das Pentagramm. Das hätte ich auch so gern. Na, wie ist es da unten im Loch? Bouncy. Nix Bouncy. Einfach weggeschlürft. Das ist aber auch wirklich genau drauf zugeflogen. Das wollte diesmal nicht. Ach, solche Momente finde ich halt einfach ein. Ich lerne noch Deutsch. Finde ich halt einfach schön. Ich bin zwar in Deutschland geboren, aber ich lerne es noch. Oh, Zerbrecherkette? Ja.
Komm! Passt. Ich hätte fast noch Dark getroffen. Ich würde gerne mal jemanden sehen, der mit 25 Bulls einfach verfehlt. Ich kann mir gut vorstellen, dass einer von den beiden, also Dark oder Raspolis, sowas schon mal gesehen hat. Also, ihr seid ja Level 100. Ist bei euch sowas schon mal vorgekommen, dass irgendwer mit 25 Ball verfehlt hat? Also ich weiß, dass Raspolis jetzt nicht im Chat ist, aber Dark, hast du sowas erlebt? Nö. Okay. Wie soll ich das denn jetzt machen? Du könntest die Orbitale in die Richtung komplett ballern. Auf gut Glück. Geld! Dort zwei Treffer. Oder sogar drei. Ich habe Achievement Around the World bekommen. Ja, weil wahrscheinlich einmal links und einmal rechts gegengeprallt ist. Waren drei. Das schaffen aber auch nur die Monde und so. Nee, wenn du tatsächlich genau an der Wand stehst, kannst du das auch schaffen, wenn du da gegenballerst und versuchst, die links zu treffen. Ja, aber das ist trotzdem nicht leicht. Und mit der Möwe ist das auch leicht möglich, weil die an der Wand generell abprallt. Junge, du willst nicht wissen, wie mein Screen gerade aussieht. Nee. Überall sind Linien. Kannst du mir einen Screenshot schicken, den blende ich dann bei YouTube ein. Ja, kann ich ja mal ganz schnell machen. Ey, sorry, aber ich will mit denen mal treffen. Problem ist, ich... Da sind nur ganz wenige Linien vorne. Wie das aussieht. Ich überlege gerade, was ich schießen will. Nix, was streut? Ich wollte erst hier Lakaien schießen, aber die werden wahrscheinlich daneben geflogen. Oh, das hätte auch schief gehen können. Mit dem Regenbogen erst Schaden machen und dann noch die Scheibe treffen. Points. Aber welcher Modus muss ich gleich gucken? Guck mal, wir haben es schon mal bis zur Runde 4 geschafft. Und ich nehme jetzt die größte Gefahr. Der Boomerang. Ja. Nice. Oh, da liegt was Schönes für mich. Aber ich glaube, es bringt mir nichts, das zu holen. Nee, für dich liegt da nichts. Wobei, gerade so noch. Ich könnte da jetzt auch runtergehen, wenn ich nicht Jackpack. Ich habe ja, meine Jackpacks. Ich bin nicht der Einzige, der mit der deutschen Sprache Probleme hat. Ja. Ja, come on. Jetzt bin ich gezwungen, darüber zu gehen. Ein Goldfisch, komm schon. Nee, ich hab einen besseren Plan. Was Besseres fällt mir nicht ein. Mit was anderem könntest du auch nicht treffen. Und selbst damit hättest du fast verloren. Ey, ich lebe noch. Was willst du eigentlich? Ich hab den Verblüffer bekommen. Dass du stirbst. Ich will, dass du stirbst. Das ist es. Und ich habe den Counter. Einmal. Werden wir ausnahmsweise mal Runde 10 erreichen? Punkte habe ich tatsächlich, glaube ich, noch nie gespielt. Jetzt erinnere ich mich, welchen... Nein, das Geld! Hast du das Kommentar gerade gelesen? Hashtag Code Save Shining. Finde ich gut. Warte.
Mein Screen sieht auch gerade richtig schön aus, als ob da in der Luft was explodiert wäre. Wow. Da schieße ich direkt mal was anderes Gefährliches rein. Bin gespannt und die Zuschauer auch. Oh, Bananensplit. Ah, verdammt. Aber die Schalen haben getroffen. Ja, und so, das sogar beide. Greift er sich halt einfach aus dem Himmel. Wie oft hast du das schon gemacht? Ey, bei mir ist es eine Technik, bei anderen ist es ein Hack. Das haben wir uns doch vorher abgesprochen, dass es so ist. Bei dir ist es ein Hack, bei mir ist es eine Technik. Come on! Ha, viel Spaß. Jetzt brauchst du Hacks zum Treffen. Ich kann nur den Counter schießen und aufs Beste hoffen. No! Aber Damage hast du gemacht. Ich hatte keine andere Streuwaffe. Meine beste Streuwaffe ist Free Balls. Und drei Bälle treffen nicht so gut. Diese Dinger ist mein in der Counter. Also ich bin schon tot. Ich konnte nicht mal den Verblüffer schießen. Tja, da wurdest du halt zu verblüfft. Oh, da kommt eine Hexe. Oh nee. Dark ist mal wieder eine ziemliche Hexe. Ich glaube, ich habe gleich die 200. Dann habe ich auch die Hexe. Ja. Habe ich mal nach Ewigkeit eine neue Waffe. Auf gut Glück. Yep. Ich habe um einen Millimeter verfehlt. Ich schick dir davon auch mal einen Screenshot. Ich hab's gesehen. Ja, aber da siehst du nochmal genau, wo die Linie ist. Ich kann mir vorstellen, wie die aussieht. Wirklich so ein Nanometer dran vorbei. Ist das denn, hier der Säureregen? Ich glaube, das ist Säureregen. Nee, Enlister heißt das Ding, glaube ich, oder? Da bin ich mir jetzt wirklich nicht sicher, wie das heißt. Alter, mit dem Ding kannst du bei dem Modus doch 360. Was ist das denn für eine OP-Waffe? Der zielt halt automatisch auf alle Gegner. Junge, damit ist ja Insta-Hip. Schieß das am Anfang, das ist ja schlimmer als eine Atombombe. Uzi. Jeder schlagt was anderes vor. Ist ja eine Skills, der andere Hex, der andere mit christlichem Glauben. Ich bin nicht gläubig. Wer schreibt mich jetzt schon wieder auf Discord an? Junge, ich block den bald. Das war wahrscheinlich auch so knapp. Was ist Geschützmeute? Zweite Stufe von den Turrets? Ich hab nur die erste Stufe. GG. Dreieck. So, jetzt ist ein Modus dran, den ich noch nie vorher gespielt habe. Der Punktemodus. Jetzt das ist der Modus, den man dauernd zum Dings nutzt, zum Level. Ich schieß erstmal Mama Möwe raus. Ja, scheiße, ich hab den Wind vergessen. Ha, ich treff dich. 40 Schaden. Leute, das kommt nochmal zurück. Genau getroffen. Das war so geplant. Ach so, hier wird der Schaden zusammengezählt und der am Ende den höchsten Schaden gemacht hat, gewinnt. Okay. Ja.
Eigener Schaden, also den man an sich selber trifft, der wird wahrscheinlich abgezogen, ne? Ja. Ich überlege gerade. Ja! Warum? Ich hab mir irgendwas in der Richtung gedacht. Ich hab Punkte gemacht und bei dem anderen gleichzeitig aufgehalten, dass er Punkte machen kann. So. Und einmal weil es so schön ist. Ausgrabung, go! Jetzt wird ausgegraben. Bitte triff besser, komm. Ich hab nur 36 gemacht. Oh Gott, du bist RIP. Ach so, das ist das, wo die meisten sich hier Level up haben, ne? Ja. Ich hab ein Müllkleeblatt gehabt. Ich hatte Hoffnungen und sie wurden enttäuscht. Oh ja, Junge. Los geht's. Das ist wahrscheinlich viel zu viel Power, aber ja. Ich arbeite mit dem Wind. Ja, das ging direkt rein. Der Wind war leider ein bisschen zu krass für diese Waffe. Na gut, das war auch mal eine interessante Runde. Na, was macht ihr denn da hinten? Wollt ihr mir Punkte gönnen? Das finde ich aber nett. Geh raus aus mir, Junge. Ihr könnt ruhig so stehen bleiben. Ich sag nichts dagegen, ne? Ich bin absolut dafür, für das, was ihr da gerade macht. Verzieh dich tag. Ihr dürft ruhig so weitermachen. Ich hab nichts dagegen. Ehrlich. Ja, kuscheln. Ich hab mich getroffen. Ich hab besser getroffen als du. Denn du hast gar nicht getroffen. Okay, was baller ich denn jetzt? Peng. Ja, das liegt ich super. Ich verstehe einfach nach wie vor nicht, wie dieser Kackjumper funktioniert, genau. Nee, nix da. Ich bin immer noch für das, was ihr da tut. Dein Kaktus esse ich nicht, Dark. Nein, das Geld ist rausgeflogen. Junge, das war wahrscheinlich der Most Damage X Attack. Wenn du den so in 30er schießt, dann kannst du damit richtig viel Schaden machen. Am besten auch noch so ganz kurz. Ich habe alles in Dark getroffen, also war das schon maximal Schaden. Ja! Wenigstens noch mal ein bisschen Schaden. Habe ich dich noch überholt? Ja, ich habe dich noch überholt. Und wer hat das Glück, mit mir in einem Team zu sein? Bitte nicht ich, bitte nicht ich. Dark, hallo, wir sind ja in einem Team. Warum damit Dark eigentlich bei unserem Tor? Achso, Dark hat es noch nie getestet. Müssen wir leider auch wirklich erstmal überprüfen. Englisch. Nee, Deutsch.
In das grüne dann, Tor nein, muss ich ballern, ne? Nee, Dark. Nicht hier. Ukraine. Mit Ukraine die Situation ist jetzt nicht so lustig. Aber sagen wir es mal Habe ich irgendwas zum Bauen? Nö. Sagen wir es mal so, nicht mal die Verbündeten von dem Herrn stehen hinter ihm. Weißt du was? Dieser Berg soll weg. Ja, super. Sehr viel weg. Ich habe auch gedacht, das fliegt viel kürzer. Wieso, Dark? Ein Dark schießt drauf. So machen wir Punkte. Schrapnell. Ja, das ist eskaliert. Ja, mal so im Ernst. Ukraine, ihr habt all meine Unterstützung, ey. Soweit es geht. Sagen wir es mal so, wie gesagt, nicht mal die verbündeten Länder von Russland unterstützen Russland. Nicht mal die finden es einverstanden. Nicht mal die finden es gut. Ja. Ernsthaft? Ich habe einfach den Meister-Torschützen bei mir. Darf ich auch mit drauf schießen? Junge, weg, du scheiß Berg. Ich will auch mit drauf schießen. Ich habe extra eine Kuhle bei uns gemacht. Jetzt kann ich mit drauf ballern. Ich habe den Eigentorschützen. Bei mir. Noch habe ich nicht geschossen. Jetzt kommen die Punkte. Nee, noch nicht. Oder? Nö. Ich muss ein bisschen kürzer schießen. Wetten, er geht in unser Tor. Ich muss mal kurz was fragen. Ich habe die böse Hexe bisher noch nie gehabt. Warum habe ich eine Leiste bei der schon so zur Hälfte voll? Ich habe sie nicht mal aus Kisten bisher gehabt. Doch. Du musst. Es reicht ja die normale Witch. Das ist ja nicht der Balken von der bösen Hexe, sondern von der normalen Hexe. So, zwei Schwächer und dann darf ich auch drauf schießen, habe ich gehört. Mit einer Schlung. Hier kommt meine Schlung. Die ist mal ganz schnell abgetaucht. Also die hatte echt keinen Bock. Die ist einfach nur shy. Ich will hier runter. Höhenangst oder wie? Nee, ich will einfach den Ball treffen. Oh, da kommt was Schönes zu mir. So, jetzt kann ich genau treffen. Wie ich nicht einfach einmal zum Tor komme. Hexe, los! Zu spät. Dark, lass mich doch auch schießen! Dark will den Ball bei sich haben. Er wollte den Ball vor mir retten. Ich will doch auch schießen, Dark. Lass mich doch. Ich treffe auch ganz sicher das Tor. Oh, da kommt ein Ball. Das war nicht ich. Das war wieder mein Mate. Der hat danach das große. Der hat da das V hingeballert, nicht ich. Kaktus! Ich darf einfach nicht draufschießen. Ich verstehe schon. Du hast zwei Tore gemacht, ohne dass du einmal aufs Tor geschossen hast. Naja, das sind halt einfach zwei Tore, die... Ich habe bisher den Ball einfach noch nicht getroffen. Ja, aber trotzdem hast du schon zwei Tore. Das muss doch auch mal was Gutes sein. Einfach zwei Tore haben, ohne den Ball getroffen zu haben.
Warum hätte ich jetzt genau da getroffen? Ich fühle mich verarscht. Komm, Shining, jetzt hast du deine Chance. Ich finde, Dark es verhindern kann. Kamikaze! Und er kann es verhindern. Ja! Ich hab getroffen! Oder auch nicht. Er wäre nicht drin gewesen, hätte ich jetzt nicht Kamikaze geschossen. Hack hat sie mir zugeschoben und ich hab ihn reingeballert. Sag es mal so, ich hab gerade den Ball gerettet. Ich hab den Ball vor Will Butler gerettet. Da fliegen ein paar Monde. Nee. Ja, ja, ja. Pam. Pinpoint. Und das wird ein Eigentor, sowas von. Nee, oder war ein Tor. Ich weiß gar nicht, was du hast. Wurde ein Tor. Dark rettet den Ball vor dir mal wieder. Ach Dark, lass mich doch auch mal schießen. Ich kann da jetzt gerade einfach nur noch Napalm drauf droppen lassen. Das ist mein einziges. Ich habe zwar ein Eigentor gemacht, aber das ist doch nicht weiter schlimm. Kann. Ich darf treffen. Doch nicht. Dark oft treffen. Vor allen Dingen, ich habe nichts Gutes zum Treffen. Sonnensalbe. Ja, ich glaube, ich treffe eh nicht. Ich habe getroffen. Ich habe ein Tor gemacht. Ja. Dafür gehörst du verprügelt, Dark. Oh, guck mal, ich hab einen Felix in meinem Team. Oh ja, Junge. Dark, lass mich, ich hab was Gutes. Ich hab was richtig Gutes. Der Ball wird jetzt richtig fliegen. Der wird den krassesten Abflug machen, der Ball. Ich hab Felix schon mal vorgewarnt. Ich hab's geschafft. Dark und ich hatten die gleiche Eigentor, Idee. Spezialist! Als ob Dark und ich einfach die gleichen Waffen geschossen haben. Warte mal. Erstmal nutze ich die Wand, die ich gerade in meinem Repertoire habe, und schieb mal das Tor nach oben. Wenn ich sowas hätte, würde ich's machen. Dark, du machst die Wände. Du schießt sonst wieder ein Eigentor. Habe ich gerade das Eigentor vorgelegt? Ja, hast du. Der Ball kommt hier nicht mehr raus. Los, oh, Junge, meine Frogos! Oh nee, der hat eine Granate, das fetzt. Los, Frogos! Oh ja, und wieder in mein Loch. Wieder in mein Tümpelloch. Ja, der Felix, der trifft halt immer vor mir. Außer ich bewege mich irgendwie. Was habe ich Gutes, was ich schießen könnte? Weiß nicht. Oh, hi, Happy! Willkommen im Chat. Dark, du weißt aber schon, dass man nicht die Spieler angreifen soll, oder?
habe mal Kenobi zitiert. Nix ist geplant hier, Tag. Meine zwei Tore sind geplant, ja. Und dass der Ball mal wieder in meinen Tümpel kommt, ist geplant. Klar, du darfst mitspielen, aber wir sind gerade mitten in der Runde. Ich schreib noch mal in den Chat, wie der Raumname ist. Ich guck auch mal auf Twitch vorbei. Aber vom Prinzip her darf jeder mitspielen, es ist ja ein Community-Stream. Ich komme... Ich hab ein Feuerwerk, das wird lustig. Kriegt die überhaupt noch Tore hin? Und wieder mein Tümpel. So sollte der Raumname sein. Ich muss hier gar nicht weg, der Ball kommt nach der Runde ist eh auch hier Übermacht angesagt. Aber bei Übermacht ist es immer nur eine Runde. Wie gesagt, ich erstelle demnächst auch PDFs für die Shellshock-Streams, wo ich dann reinschreibe, welche Runden wir machen. Also was wir machen. Wieso landet der Ball eigentlich am Ende jeder Runde immer wieder in meinem Tümpelloch? Ich muss mich kaum bewegen. Das Spiel will halt, dass du triffst, diesmal. Oh, hallo Ball. Und diesmal landet er leider nicht mehr in meinem Tümpelloch. Oh, Eigentor. Eigentor. Doch wieder mein Tümpel. Feuer! Es kann ja nicht sein, dass der Ball nicht in meinem Tümpel landet. Und er landet wieder hier drin. Nee, oder? Ich hab geschossen. Er landet nicht im Tümpel. Ich hab schon gedacht, Verlechnangriff würde mehr eskalieren. Bin ich ganz ehrlich. Okay, Dark. Ich guck, dass ich einfach den Berg wegmache. Hast ihn nur ein bisschen verschoben. Und wieder im Tümpel. Das ist das falsche Tümpelloch. Dafür kann ich doch nicht. So, ich bewege mich jetzt extra auf den rechten Berg, dann kann ich nur noch treffen. Hat sich der Ball überhaupt bewegt? Ich komme da nicht durch. Dann spreng dich durch. Junge, das hier, was ich jetzt schieße, das kann auch wieder so in die Hose gehen. Wow. Ist noch bei reingegangen. Das kann jetzt knallen, oder auch nicht. Alter, der Ball hat sich bei mir teleportiert. Ja, sagen wir es mal so, der Hover, den ich genau reingeschossen habe, war wohl zu viel fürs Spiel. Dark hat bei mir auch noch den Ball getroffen. Ja, es sind zwei Hovers drin gelandet. Mal gucken, ob das fliegende V den Ball noch irgendwo trifft. Nee, aber es wird auch kein Tor. Aber ich habe den Berg komplett weggemacht da vorne. Also irgendwie habe ich das Gefühl, der Wind beeinflusst den Ball auf jeden Fall. Man müsste halt echt mal gezielt darauf achten. Das Problem ist, du kannst den Ball mit den Waffen zusammen nicht wirklich einschätzen, wie sehr der eskaliert. Ich weiß. Aber gefühlt eskaliert er mehr als ohne Wind. Du musst eher darauf achten, ob der mehr in die Richtung hüpft. Der ist auf jeden Fall noch wieder ein bisschen nach links gesprungen. Also ja, der Wind scheint Einfluss zu haben. So, ich schieße da Paprika drauf und danach muss ich was beim Nightbot einstellen, weil der hat irgendwie ein Problem gerade gehabt. Und er landet wieder in dem Tümpel. Vielleicht funktioniert das so. Ich habe jetzt nicht gesehen, was passiert ist. Naja, der Ball ist wieder im Tümpel.
Das schafft ihr nicht mehr. Ich glaube an mein Kleeblatt. Wir haben noch einen Punkt! Übermacht jetzt immer nur eine Runde, weil das immer so lange dauert. Oh, Happy, du bist in die Übermacht. Da hinten ist alles Schweinchen. Alles auf Happy. Das Schöne ist, als die Übermacht kannst du schön deine Waffen immer leveln. Und er hat eine Atombombe. Und crittet erstmal dreimal. Ich baller da so hart einen Oddball rein. Ich kann eh meine Mails nicht schaden. Ich baller da so hart hier Dings rein, Duel Needler. Das ist nicht so abgelaufen, wie ich es mir erhofft habe. Aber ich habe getroffen. Ja, mich. Nee, ich habe ihn auch einmal getroffen. Ich habe den Schaden gemacht. Ja, ich wollte eigentlich die Bubble treffen. Irgendwas fliegt noch. Kann man sich selber hier eigentlich schaden? Das vergesse ich selber. Sich selber kann man Schaden machen, aber du kannst deinen Mates keinen Schaden machen. Verdammt. Ich heb mir auch was auf hier, falls die alle gleich draufgehen. Im Übrigen als Zuschauer bitte nicht gucken, welche Waffen ich habe. Ich weiß, ich kann es nicht verhindern, wenn ihr im Stream zuschaut und selber mitspielt. Aber ich bitte zumindest darum. Ihr könnt euch auch selber übrigens entscheiden, ob ihr Ingame-Chat nehmen wollt oder den Twitch-Chat. Ich sehe beides. Alter, was war denn das für ein schlechtes Feuerwerk? Es war sogar die zweite Stufe. Oh, schade, ich habe den Rammler nicht getroffen. Und jetzt ist er weg. Hi! Er will auf dich gehen. Was machst du denn hier? Der will hier auf die beiden, die im Stream sind, gehen. Erst auf mich, jetzt auf dich. Ich will verhandeln! Ich hab nur Scheiße! Und komm hier nicht runter! Ich will verhandeln! Verhandlungen sind gescheitert. Hä? Ach so, Duck ist rausgeflogen. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Entschuldigung. Hä? Rip Duck. Warum lässt du mich leben? Es tut mir leid, Doc. Falls die Runde schnell geht, dann machen wir noch eine zweite. Oh, du kriegst Doppel-Messer-Action. Einmal ein Shank, einmal ein Dagger. Ich muss mal übrigens kurz gucken. Ist der Alarm eigentlich an? Ja. Der Chat ist heute auch richtig aktiv. Das finde ich schön. Ich habe sowas von viel Interaktion ist. Ich habe einfach sowas von Fett Donaronio getroffen mit einem Betting Ram. Das ist genau auf ihn gelandet. Ich habe nur Müll. Ich wollte gerade sagen, bitte von rechts, damit mich schön wenig trifft. Ne, warte, so nah will ich jetzt auch nicht an der Wand stehen. Ey, wie gesagt, ich hab nichts Gutes. Was soll ich denn sagen? Ich hab einen Blätter. Der hier irgendwie nützlich ist, weil der dann auf einer geraden Fläche steht.
Aber der fliegt, glaube ich, vorbei. Ich habe, glaube ich, so stark geschossen. Ach so, ich muss ja noch. Ja. Heavy Ringer. Nee, ich habe tatsächlich getroffen. Weißt du, ich habe die Map da gerade so schön gerade gemacht und die macht das direkt wieder kaputt. Ich will verhandeln. Es gibt keinen Verhandlungsspielraum hier. So, wie war das mit der BFG? Die muss lange fliegen. Das Problem ist, die BFG ist zusammen mit dem schweren Hoverboard das Beste, was ich habe. Ich habe sonst nichts Gutes. Ich habe noch Schlechteres als du. Dann nutze ich wenigstens den Hoverball. Immer hat der Safe 75, das ist das Beste, was ich noch rausschießen kann. Ne, 70 sogar nur. Geld. Hallo! Ich bin nicht der Gegner! Doch. Wie ist Felix gestorben? Achso, er ist wahrscheinlich irgendwie rausgeflogen. Ja, ist er. Und Abfall. BFG. In der Hoffnung, dass es krittet. 3D-Bomben konnte ich einfach so raufschießen. Ich hab nur Müll. Ich hab da einen eingelocht. Yang und Yang sieht man auch selten beides treffen. Irgendwie treffe ich nur die Mates. Und tschüss, Donner. Oh, warte, die Situation kann ich richtig gut ausnutzen. Das ist die einzige Möglichkeit, wie ich mit der Waffe hier treffen kann. Bedenkt, Leute, dass Wind an ist. Ich sage es nur, weil es viele sehr oft vergessen. Wenn das Ding jetzt wieder zurückgehüpft kommt, ne? Wind an? Habe ich vergessen. Wenn das Ding zurückkommt, ich weine. Ich schieße schon extra so schwach. Gerade deswegen müsste es dir direkt wieder ins Gesicht fliegen. Ja, ich will ihn die Kuhle werfen, die der hat. Sorry, ich kann das nicht so wirklich aussprechen, den Namen. Nackt. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, getroffen, 50. Da kommt ein Blitz. Hallo? Ich bin immer noch nicht der Feind. Doch, offiziell schon. Autsch, 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 autsch. Oh ja, neue Waffen will ich haben. Meine Waffen sind alle Müll. Ja, die machen auch mehr Schaden, je weiter sie fliegen, ist das Ding. So, Bombenteppich. Ich sag doch, ich hab nur Kackwaffen. Was soll ich denn sagen? Bitte gibt's jetzt endlich mal gute Waffen für mich. Ich würde gern wenigstens Runde 11 noch erleben und gucken, ob ich noch eine gute Waffe bekomme. Ich auch. Aber das wird nicht passieren. Oder? Doch, ich werde es noch erleben. Danke, Wind. Nee, doch nicht. Du kannst mich nicht sehen. Ich bin getarnt. Einfach ein Wind von 0. Das hatte man auch noch nicht. Ist, glaube ich, trotzdem so ein Zentimeter, der das verschiebt. Schockpanzer! 70! Geld!
Und jetzt habe ich natürlich die guten Waffen. Ich habe ne, jetzt habe ich einen Zug, einen Kampfschild und einen Duellenwerfer. Und jetzt werde ich sterben. Nee, doch nicht. Meine Waffen sind immer noch schlecht. Ich kann mich nicht mehr beschweren. Ich schon. Los, mein Zug! Spaß! Aber ich muss ein bisschen stärker schießen. Wo landet der Spaß? Der ist, glaube ich, schon explodiert. Nee, ist er nicht. Der ist nämlich abgeprallt und wieder nach oben geflogen und kam nie wieder runter. Der hatte keine Lust. Danke, dass ich ein bisschen länger leben darf. Eine Waffe, die ich bisher noch nicht hatte, Double Bounce Plode. Streamer-Bonus gibt's nicht. Beende sein Leben. Eigentlich gibt's immer den Streamer-Fokus bisher. Aber danke. Komm. Das muss treffen. Wenn nicht, dann läuft was falsch. Akaya? Ja. Entschieden? Ich hab genau dran vorbeigeschossen. Auch gut. Bye bye. Und tschüss. Minekraftblock. Was schießt Akaya? Was schießt er heute raus? Irgendwas Leckeres. Meine Waffen sind alle so scheiße. Du kannst ja meine Waffen holen. Er ist einfach ein Boomerang. Ich hatte ein paar gute Waffen. Ich hatte ein Messer, ich hatte einen Duel-Nierwerfler, ich habe eine Drohne, eine kleine Möwe, du bist tot. Hello there. Doch, wir können noch eine Runde Abpraller machen. Boah, der Endboss von der Singleplayer-Kampagne, der war wirklich schlimm. Den habe ich bisher immer noch nicht besiegt. Der war derzeit auch richtig schlimm. Genauso wie ich aber auch die Piñata-Map noch nicht geschafft habe. Da gibt es speziell ein Video für, wie man die machen muss. Ist mir schon klar, weil da braucht man auch das Glück. In erster Linie. Also das Schlauste bei der Piñata-Map ist, sich auf jeden Fall in den Gegner rechts reinzustellen, den man da vor sich hat. Und auch Armor kriegen. Und dann denkt sich der Spaß, nee, kein Bock. Bomb. Nee, Gottreis wollte heute auch nicht. Happy vs. Pentabus. Wir haben die aber schon gut Damage gemacht. Gut Damage? Das ist gut Damage. Er hat die Hälfte weg fast. Ich weiß nicht, wie viel du Rüstung hattest, Happy, aber wir haben ungefähr die Hälfte fast weggemacht. Also schon gut Damage. Der hätte fast sogar getroffen. Er hat zumindest meine Möwe bekommen. Oh, das war sogar ein Glückskleeblatt. Das merkt man, wenn das danach so noch explodiert. Boah, die Waffe hätte ich auch gern. Ich bin ja auch nicht so weit von der weg. Einfach weil es halt safe 70 Damage sind, oder was? Schrotflinte? Ich dachte erst, das wäre die blaue, aber
Die ist das nicht. Das ist eine Schrottflinte wohl eher. Nee, die blaue, die durch die Wand auch schießt, das ist nur Flinte. Ja, aber die Schrotflinte ist eine ziemliche Schrottflinte in diesem Spiel. Die macht kaum was. Wenn du sie schwach schießt im 45er Grad Winkel, dann treffen zumindest alle. Und die darauffolgenden Versionen sind gut. Die sind richtig gut zum Treffen. Vor allem bei so einem Modus wie Scharfschütze ist die richtig gut. Weil das alles ja, aber das relativ nah beieinander schießt. Und trotzdem einen riesen Bereich abdeckt. Bullfrog. Und alles vorbei. Also danach gibt's noch eine finale Abprallerrunde und... ich liebe es. Ey, immer noch schöner als Vortex. Vortex ist doch lustiger. Junge, das geht einfach schon 21 Runden. Die kriegen sich gegenseitig nicht vernünftig tot. Pandemus hat noch 81 Leben. Ja. Ich bin Pentamus MVP, ne? Ich bin der mit den zweithöchsten Schaden, abgesehen vom Juggernaut, ne? Der macht immer den meisten. Na, nicht wenn ich der Juggernaut bin. Mein Aim ist scheiße und meine Waffen noch mehr. Hallo, gönnt mir das doch. Hallo? Mir wurde es gegönnt. Ja, bei mir ist es eskaliert und in den Himmel geflogen. Aber mit Lichtgeschwindigkeit. Ist es mit Nichtgeschwindigkeit in den Himmel? Nicht mit der Geschwindigkeit fürs Zeitreisen. Wir sind schon tot, zersägt uns nicht auch noch. Mich hat er nicht zerlegt mit der Säge. Also, das Rädchen, das lag da, der Schuss kam, das Rädchen war weg. So schnell ist es von dann gezogen. Och, nicht schlimm. Naja, ich hatte schon schlimmere Zahnräder gehabt, glaub mir. Bullfrog! Ich muss ja nur der Große treffen. Ja, aber der Große ist irgendwie der nie trifft. Wenn du jetzt sowas wie Shellshock hast oder im Bounder, selbst ein Todesgewicht, dann hast du gewonnen, Happy. Oh, Torpedos. Die schieße ich auch immer gern, aber so aus nächster Nähe. Oder Attractoids. Die Waffe habe ich noch nicht. Alter, wie viel Pech muss man denn dafür haben? Also, Happy's Aim ist wohl ziemlich schlecht. Ich habe noch nie diese Waffe komplett verfehlen sehen. Das habe ich wirklich noch nie gesehen. Selbst das trifft nicht. Doch, es hat getroffen. Das ist echt langsam peinlich. Happy! Wenn der gewinnt, Peter muss trotzdem. I feel you, Happy, I feel you. Immer noch nicht. Junge, jetzt hau einfach das Erdbeben raus, bitte! Bitte, Erdbeben! Bitte! Die längste, das ist einfach die längste Juggernaut-Runde. Egal welche Waffe, es wäre ein One-Hit. Mach es, bitte. Na, Cookies wäre kein One-Hit. Ach, gut, Glück ist doch immer lustiger als genaue Ziele. Ich überlege schon wieder, von welchem Anime der unterste Charakter. Ach ja, wir haben Teams. Von wem? Ey, guck mal! Wir alle drei sind in einem Team. Das ist mal eine gute letzte Runde. Nicht?
Habe ich das Ding getroffen? Ups, der ist ein bisschen weit geflogen. Junge, die sind genau zwischen denen gelandet. Wenn die Runde schnell geht, machen wir noch eine Windrunde. Aber nur wenn sie wirklich schnell geht, sagen wir mal so 5 Turns. Nebenbei, die PDFs, die ich dann für, ich sage nur falls es auftritt, die PDFs, die ich dann hier zu diesen Shaker Community Streams mache, die stelle ich dann nicht nur in die Discord-Gruppe, die stelle ich dann auch so, sagen wir mal so, 2-3 Wochen bevor der Shaker-Stream das Abprallen ist, angeht, dann auch noch auf Twitter. Da könnt ihr es dann auch noch sehen. Ach, Haya, könntest du bitte von mir weggehen? Nee, ich muss Beacon treffen. Die Waffe, die du noch nicht hast. Ja, mobb mich noch. Ich habe 2 getroffen. Nein, das Zahnrad ist fast weggeflogen. Oh, 3-fach Schaden. Oh nee, das saftet jetzt rein. Wenn ein Penta trifft. Er braucht einfach nur eine Nuke. Ich glaube, mit einer Nuke würde er sich aber auch selber hinrichten. Er hat ein Todesgewicht, glaube ich, geschossen. Ja. Komm schon, enttäusch mich nicht. Ich probiere was. Etwas. Feuerwerk! Ja, nee. Ich hoffe, ich hab's richtig berechnet. Nee, hast du nicht. Ich wahrscheinlich auch nicht. Ein Falls gleich Ausfalls! Ja! Danke! Nice Minusschaden hast du gemacht. Oh! Von wem kann das denn? Dark, warum? Können die bitte so beide stehen bleiben? Ich habe vielleicht einen Angriff. Und Wasserbomben-Trio. Der spricht auf jeden Fall Russisch, glaube ich. Ich mach da mal Overcharge und stelle mich in ihn rein. Ich leiste dir Gesellschaft und mach Overcharge. Ach scheiße, ich hab anders gedacht. Happy, wir stehen hier! Happy! Happy, der Anti-Maid. 52 Minusschaden. Der hat uns wahrscheinlich gar nicht gesehen und einfach ignoriert. Vor allen Dingen nur wir haben es abbekommen. Junge, wenn die hier irgendwas reinballern, wir sind RIP. Die können hier aber so jetzt nichts reinballern. Ich geh mal weg von dir, ne? Fuß verreckt. Absurder Klumpen, so... Hoffen. Wer hat's bekommen? Ich hab die Scheibe verfehlt. Oh, Zahnrad... Verfehlt. Verdammt. Okay. Wir können das noch schaffen, Leute.
Noch haben wir nicht so viel Minusschaden. Da kommen Pfeffer. Salz und Pfeffer, Entschuldigung. Das, die liegen auch wieder so schön, ne? Okay, dann ziele ich halt anders. Da haben sie den Russen verloren. Oder zumindest den, der Russisch spricht. So, Wasserbomben, die fliegen eh merkwürdig. Sag das nicht. Ich habe nichts getroffen. Dark war auch der Einzige, der was getroffen hat. Er hat die Drohne erwischt. Ich bin safe. Also kommt jetzt eine gottverdammte Atombombe um die Ecke. Static! Oder auch nicht, safe. Das ultimative Static. Oh! Ja, das muss ich doch nutzen. Okay, ich habe gehört, ich komme auch mal hoch. Auf, dass ich sie wieder zurückbekomme. Ich habe Napalm komplett reingeballert. Der hat von mir auch noch eine Fleet geschluckt. Schade, du hast den Kill bekommen. Happy sein Minus-Damage steht sich immer höher. Hast du den gerade gesehen? Nee, habe ich nicht, weil ich gerade in der Toplist war, weil Happy sein Minusschaden immer höher geht. Das sollte eigentlich treffen, wenn das jetzt richtig fliegt. Schade, ich hätte die andere Scheibe dafür mittreffen müssen. Junge. Aua! Meine Fleet ist komplett eskaliert. Ja, in mir. Ja, ich kenne das. Wie zum Geier soll ich das treffen? Keine Ahnung, ich mache einfach den hier. Willst du mich umbringen? Nee. Entschuldigung, Doc! Wofür entschuldigen, wenn nichts getroffen hat? Ich dachte, ich treffe ihn. Der war schön. Ja, komm! Der war Ghost. Cool Moon. Ich mach Overcharge. Alle Mann, Overcharge, go! Ich glaube, du kannst es nicht treffen. Nee, war nicht nah genug dran. Oh! Zahnrad. Meins. Das könnte ihn auch selber treffen. Er hat eh die Scheibe nicht getroffen. Ja, direkt nochmal Overcharge. Da brauche ich gar nichts versuchen. Ich auch nicht. Happy, Luft zählt nicht. Seitendinger genauso wenig. Naja, wenigstens geht er in sein Loch. Was habe ich für eine schlechte Waffe? Die hier. Ich habe gerade richtig viele gute Waffen. Das Problem ist, dass ich mit denen gerade alle nicht treffen kann. Save, ich habe zum Beispiel eine Sub. Ja, da geht ein Lakai zurück. Schade, fast. Warum jetzt haben wir jetzt das nicht mehr? Jetzt kann ich treffen. Ich fühle mich verarscht. Jetzt sollte ich richtig gut treffen können. Ich hoffe, ich treffe nicht Dark. Ups, da habe ich genau dich getroffen.
Komm, kommt mein Feuerwerk auch mal irgendwann runter? Nee. Nö. Ich bin safe. Alter! Warte, wie viel HP hat er? Leute, ich hab ihn, ihr braucht nicht. Vermutlich habe ich ihn zumindest. Ich versuche mit einem Geschütz zu treffen. Mein Geschütz ist in die andere Richtung geflogen. Und da trifft wer mit God Rays aber so richtig, beziehungsweise der verbesserten Version davon. Wow, Happy ist zumindest wieder auf 0 Schaden gekommen. So Leute, das war die letzte Runde. Der Raum, der schließt sich jetzt. Ihr holt doch den täglichen Siegbonus natürlich. Ach komm, ein weiter wäre schön gewesen. Und was bekomme ich? Ja Leute, das war Shellshock Live. Ich habe nur ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, könnt ihr ein Abo und ein Like auf YouTube da lassen, ein Follow auf Twitch. Ich verabschiede mich hier jetzt von den YouTube-Zuschauern.